Schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks heute wieder mit einem Beitrag aus der Kategorie Rotü D55A, dem DDR-Panzer. Wir machen heute die Tank Destroyer Mission Nummer 4. Diese lautet: Zerstören Sie mindestens 3 Gegnerfahrzeuge, bleiben Sie von diesen im Moment der Zerstörung unentdeckt. Das heißt, am besten ist, wir werden gar nicht gespottet und schießen einfach drauf. Dafür ist der Waffenträger auf PZ4 durchaus gut geeignet und die Karte ist auch noch gut, weil es ist ein Verteidigungsgefecht im Wadi. Also grundsätzlich steht erstmal alles gar nicht so schlecht für uns. Ich finde, der Schatten von dem Ding auf der Düne ist geil. Weil der Gegner muss kommen, wir haben viel freie Fläche, über die man auch wirklich schießen kann. Unser Waffenträger ist mittlerweile mit einer richtig guten Crew gesegnet, wir haben ein Tarnnetz drauf. Also sprich, wir sind durchaus, denke ich, in der Lage, auch ungespottet zu bleiben und werden das machen, wofür der Waffenträger gedacht ist. Wir kampieren uns erstmal ein. Ich weiß, es ist für viele ziemlich öde und viele kotzen dann auch immer rum, aber das ist nun mal das, wofür diese leicht gepanzerten Tank-Destroyer gedacht sind. Die sind nicht dafür gedacht, hier den Angriff anzuführen. Ui, den haben wir noch getroffen, bevor er in die Luft flog. 571 Schaden. Grandioser erster Schuss und nicht gespottet, alles noch im Butter. Nichtsdestotrotz, ich werde mal ein bisschen umgruppieren, wie man das immer so macht. Man muss ja dann immer mal ein bisschen die Richtung anpassen, zumal es dreimal Arti hat. Und was dieser Waffenträger nun gar nicht abhaben kann, ist Arti. Da ist ein T10. Der steht da hinten, so dass wir eigentlich, genau, ein bisschen Schaden drauf machen könnten. Und er sieht uns auch nicht. Also wir müssen jetzt, deswegen fahre ich immer runter. Ich habe ein bisschen Angst, aber grundsätzlich ganz cool. Ihr seht schon, ich fahre meinen Waffenträger immer rückwärts, weil dann kriege ich die Kanone besser runter. Also für alle, die auch so ein Ding haben, wenn du den rückwärts fährst übers Heck, geht die Kanone durchaus ein paar Grad mehr runter als vorwärts. Ja, der IS-7 ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Jetzt treibt er den T10 da in die Ecke und kann sich nicht helfen lassen. Also das ist so ein bisschen ärgerlich. Jetzt lässt er sich da unter Feuer nehmen, anstatt dass er den Gegner kommen lässt. Weil das ist halt genau der Trick. Wir sind die Verteidiger. Wir müssen überhaupt nirgends hinfahren. Der Gegner muss zu uns kommen. Aber, ja gut, wir warten mal. Ich schaue mich ein bisschen um. Ich kann auch noch mal ein bisschen umgruppieren. Ich habe gedacht, ich fahre noch ein Stück vor. Vielleicht kommt man dann auf den T10. Weil, ja, wir haben zwar schon ein bisschen Schaden gemacht, aber wir haben halt definitiv noch nichts erreicht. Da ist der E5. Boah, was war das denn für ein mieser Schuss? Ja, den habe ich natürlich jetzt echt richtig schön versemmelt. Und da ist, jetzt ist der T10 draußen. Und das war unser erster unaufgespotteter Kill. Hehehe, mein Freund. Schön am IS-7 vorbei. Ja, IS-7-Idiot hat das schön gesagt. Diesmal muss ich der Arti tatsächlich mal recht geben, weil die Hitpoints hätte er definitiv nicht einbüßen müssen. Die hätte er noch haben können. Ja, der E-75 bereut, glaube ich, auch gerade dahin gefahren zu sein. Also den hat es auch eingeschissen. Hohoho, das war Kill Nummer 2. Und wir sind bei 1700. So, Kill Nummer 2, auch wieder ein Unentdeckter. Also wir sind bis jetzt überhaupt noch nicht gespottet gewesen. Also ich habe hier eine Lampe drin. Wir hätten es mitbekommen, wenn wir aufgeklärt gewesen worden wären. Und dann muss ich sagen, dann kommt natürlich auch so, man hat diese Mission, habe ich zum Beispiel relativ lange mit mir rumgetragen. Und dann hat man natürlich schon so ein bisschen, zwei habe ich so. Und dann will man natürlich auch alles. Boah. Jetzt haben wir den Patton echt nur die Kette gezogen. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt schnell, 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 lad nach. Lutscher, na das war doch nochmal ein 600er, sehr gut. Ja, wir nehmen jetzt erstmal alles unter Feuer, was so da ist und hoffen, dass es irgendwie nochmal für einen Kill reicht. Ja, da war der Patton im Eimer. Da ist noch die Lorraine, die guckt vielleicht dann nochmal hoch. Und da ist noch eine Maus. Und die Maus ist ja seit einigen Tagen ein echt sehr, sehr krankes Gerät. Ja toll, jetzt haben wir die Maus auch noch gespottet. Das macht mir Angst. Ich bin nach wie vor noch nicht aufgeklärt gewesen. Okay, wir schauen mal. Die Lorraine kommt. Na komm, meine Lorraine. Boah, das war schon wieder die Kette. Ach, so eine
Na, ich soll ja nicht so rumfluchen. Aber wenn man auf so einen Panzer, der irgendwie 10 mm Panzerung hat, nur die Kette erwischt, ist doch zum Kotzen. Dann, ja, der zweite geht dann komischerweise immer. Da stanzen wir der nochmal ein neues Loch. Wir sind jetzt schon bei 3000 Schaden. Was ist eigentlich die Nebenbedingung? Gewinnen Sie das Gefecht? Überleben Sie das Gefecht? Jetzt sind wir zum allerersten Mal aufgeklärt. Jetzt müssen wir definitiv aufpassen. Schade, dass der Schuss jetzt nie gesessen hat. Den Ruhe hätten wir durchaus noch eine geben können. Jetzt fahre ich definitiv erstmal weg. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen in Deckung und mich... Ja, genau. Weil, das ist aber meine Waffenträger, ist nicht für Angriff gedacht, ist auch nicht für Panzerung gedacht. Ist nur dafür gedacht, den Gegner zu beschießen, wenn nicht gesehen. Alles andere macht halt relativ wenig Sinn. Ja, die Maus wütet jetzt ganz schön. Die ist schon ziemlich krass drauf. Wir schauen. An Bursi kommen wir nicht ran. Da ist ein T49, ein T49, ein T49. Wir sollten mittlerweile wieder unaufgeklärt sein, denke ich. Na, Lorraine, wo willst du denn hin? Ja, die fährt da irgendwo da hinten rum. Ja, und jetzt haben wir das Problem, jetzt sind wir die Frontlinie. Wir haben niemanden mehr, der für uns das Spotten übernimmt. Und dann ist so ein Waffenträger einfach echt Schrott. Wenn man keinen hat, der für einen so ein bisschen spotten kann, dann wird die ganze Geschichte einfach echt ein bisschen ekelhaft. Nennen wir es mal so. Das Schöne ist, es sind noch 4 Minuten auf der Uhr, es steht 8-5. Also die Chance zu verlieren ist relativ gering. So, jetzt... und grundsätzlich spielt man ja erstmal, um zu gewinnen. Aber jetzt hätte ich natürlich die Mission schon ganz gerne noch gehabt. Ja, Maus auf die Seite mit Winkel. Da sieht es schlecht aus, dass man da reinkommt. Wir schauen mal, ob wir sie nochmal zu Gesicht kriegen. 86. Ja, D49 ist halt immer noch da drüben. Ja, jetzt wird es langsam zäh, aber ich will hier gewinnen. Also das ist, muss ich sagen, vor allen Missionen, vor allem anderen, möchte ich bitte dann doch erstmal gewinnen. Und alles andere wird sich dann finden, denke ich. T49. Oh, der ist zu sehen. So, jetzt, wenn wir den jetzt kriegen, unaufgespottet wie wir sind, dann wäre das der Kill, den wir bräuchten. Ah, oh, jetzt rammt uns hier der Jagdpanther 2, nimmt sich auf unser Ziel. Na komm. Komm raus, mein Freund. Jawoll! Das war Kill Nummer 3. Der dritte unaufgeklärte Kill. Sehr gut. Ja, ich fahre jetzt auch weg. Das hat aber was mit dem Jagdpanther zu tun. Ich habe einfach echt keinen Bock vom Jagdpanther hier irgendwie noch eine zu fangen. Oha, und ihr seht, hier konnten mein Motor und meine Ketten einfach nichts. Jetzt bin ich einfach von der Düne gerutscht. Weil ich hätte eigentlich den geilsten Schuss der Welt gehabt auf die Seite von der Maus. Aber, ja, da habe ich die Neigung ein wenig unterschätzt. Jawohl, dann machen wir da Ruhe noch eine rein hier. Da ist noch der Lorraine. Aber jetzt ist es tatsächlich durch. Es sind noch 2 Minuten auf der Uhr. Wir sind 4 Panzer vorn. Die haben noch 2 Skorpione und eine Lorraine. Wir sind bei 3,8 Schaden. Das finde ich ganz cool. Ja. Schade, hinter der Düne verschwunden. Grundsätzlich können wir jetzt tatsächlich einfach auch ein bisschen aggressiver noch spielen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Schaden, aber Nebenbedingung ist Gewinnen und vor allem auch Überleben. Insofern wäre schon ganz nett, wenn man das jetzt Outline noch mit erledigen könnte. Dann hätte man noch ein bisschen extra Geld, was ja auch immer ganz nett ist. Ansonsten finde ich ja meine 3 Siege, meine 3 Kills ungespottet schon erstmal wichtig. Das muss ich sagen, an der Mission habe ich relativ lange rumgemehrt, weil ich gar nicht so viel so Sneaky Tank Destroyer habe. Ich habe halt so einen Jagdpanzer eher in 100 und einen Ferdinand und so weiter. Und die sind für diese Mission gar nicht so unbedingt geeignet, weil die gehen vor. Und mit denen will man ja dann durchaus, hat man ein bisschen Panzerung, die will man dann auch nutzen. Die muss man auch nutzen, weil man einfach sonst zu langsam ist und das ganze Spiel an einem vorbeigeht. Deswegen, ja, wenn sowas, dann muss ich es wahrscheinlich schon mit dem Waffenträger machen. Mal schauen. Wir rollen jetzt langsam mal zum Hügel. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Schuss auf den Skorpion. Wenn nicht, dann nicht. Muss ja jetzt auch einfach ein bisschen so tun, als wäre das hier spannend. Weil grundsätzlich ist das Spiel vorbei. Ja, nee, der steht irgendwo hinter der Düne und kriegt jetzt Besuch von allen möglichen Leuten. Und da war auch die Lampe aus. Und dann haben wir ein schönes, entspanntes 15:8 und gucken uns auch hier nochmal schnell die Auswertung an. Jo,
Also das war grundsätzlich auch so im Allgemeinen kein ganz schlechtes Gefecht. Das war ein Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse, 42.000 Credits, 2.500 EP und vor allem halt die Mission geschafft. Es ist schade, dass es hier bei diesem Replay Center das nicht anzeigt, dass die Mission auch erledigt war. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das ist halt so. Also Mission auch geschafft. Überlebt haben wir und wir haben gewonnen, also auch mit Nebenbedingungen, sehr cool. EP-mäßig sind wir auf Platz 3 mit knapp 4000 Schaden. Die Bedshed und der T45, 25 haben mehr EP, einfach weil sie klein Low-Tier sind. Und dann haben wir 834 EP, das ist okay. Wir haben halt viel auf kleine Leute geschossen, das muss man auch mal festhalten. Trotzdem, ich finde 4000 Schaden knapp, finde ich sehr in Ordnung. Beim Gegner war auch relativ wenig los. E75, oho, hier unten der Meister Patton, den wir rausgeschossen haben. Null Schaden. WZ, ja, das war die arme Sau, die direkt von allen bum, bum, bum und dann war er kaputt. Also für den war es kein schönes Gefecht. Also alles in allem sehr cool. Wir haben 14 Mal geschossen, 12 Treffer, nur 8 Durchschläge. Das finde ich spannend. Also wir sind durchaus auf die Maus ein paar Mal gebounced. Und ja, haben vor allem drei zerstört und das waren die drei Unentdeckten. Ja, ihr habt jetzt auch schon meinen Sohnemann schreien gehört wahrscheinlich. Das war das Zeichen für mich, die Aufnahme zu beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es gefallen hat, wie immer Daumen da lassen. Ich hoffe, die Serie findet so ein bisschen Anklang. Mir bei den Missionen zuzugucken ist vielleicht auch mal was anderes als immer nur den Geistenpanzer des Tages zu schauen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Der Ära.